Vorsichtshalber. Das sieht aber nicht aus, als wäre hier noch irgendwo eine Mine. Da ist eine Mine, aber das ist, ja, das ist die hier, die Eisenmine. Okay, dann... Ja, hier ist halt nicht mehr viel, ne? Wenn ihr jetzt mal guckt, so hier von hier oben... So viel ist da nicht mehr. Weil hier ist halt auch schon Ende. Hier ist, glaube ich, der Vulkan, wo die Schnittstelle ist. Hier ist halt nicht mehr viel auf dem Bereich. Hier sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwo noch eine Mine. Das heißt, wir tauchen mal ab. So. So, einmal wieder runter. Und wir lagern mal ein, was wir bekommen haben. Das. Und stapeln. Nein, nicht alles nehmen. Oh. Wir können mal wieder Kohle nachfüllen, ne, im Übrigen. Fällt mir gerade ein. Weil, wie viel haben wir denn noch hier drin? 94. Ich würde mal einen so einen Stack vielleicht mal reintun. Hm, warum ist denn hier? Können wir auch mal wieder ein bisschen sammeln, wa? Obwohl, oben haben wir auch noch Kohle. Fällt mir gerade ein. So, speichern, nicht vergessen, falls mal was ist, und dann düsen wir mal, nein, da eben 1 und 2. Schwupps, aha, hab's doch gewusst. Doch, also unterirdisch. Ja, Mann, vielleicht brauchen wir auch gar nicht raus. Ah, guck mal, hier gibt's 6 mal. Okay. Wo kommen wir hier hin? Gibt es hier noch ein bisschen? Da, natürlich 6 mal sogar. Holy shit. Geil. Da geht es, glaube ich, nach unten, ne? Von 1 auf 2. Fuchsbau. Okay. Will ich das wissen, was da ist? Ich will erstmal gucken, ob wir noch ein bisschen Titanerz finden. Mich trauen? Ja, ich traue mich. 7 mal, nice. Dunkles Labyrinth. So. Gucken wir mal, wo geht's denn hier überall hin? Dunkles Labyrinth 1. Okay. Erforschen wir mal ein bisschen hier so die Höhlen. Dann brauchen wir den Analysator ja fast gar nicht mehr, wenn es so weitergeht. Dunkles Labyrinth 3. Sollen wir da mal... Ich meine, im Prinzip, meine Frage ist jetzt... Müssen wir jetzt raus? Ich glaube ja, ne? Um irgendwas zu bauen, müssen wir, glaube ich, raus, ne? Oder? Speichern mal eben. Das nervt mich, dass das da dieser Bug ist, halt, weil wir da einmal reingeschossen haben. Dass dann immer Leute diese Funken sprühen. Das tut mir leid. So, ich baue das wieder auf. So, dann hören die Funken da auch auf zu sprühen. So. Gut, wir haben Titanerz bekommen. Was wollten wir jetzt daraus nochmal bauen? Bin ein wenig überfordert. Brauchen, glaube ich, Stufe 3 irgendwie was, ne? Genau, die Legierungsbarren brauchten wir. Die hier. Eisenerz. Haben wir nicht. Oh. Stimmt. Das heißt, wir müssen Eisenerz sammeln. Ob wir hier Eisenerz finden? Nachher noch irgendwo Eisenerz rum? Wir fahren einfach mal. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Wo geht's hier hin? Achso, wieder nach oben. Da ist Eisenerz. Aber das ist direkt im Feuer. Strandort. Warte mal, ich würde gerne mal auf die... Ach, hier gibt's auch eine Karte. Lul. Ach so. Das ist ja witzig.
Okay, Eisenerz, la 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 la. Hier geht's also auf die auf den Bereich 1. Ach so. Würde ich mal hinten rumfahren. Um mal zu gucken, ob wir da Eisenerz finden. Ansonsten fahre ich erstmal wieder zu unserer Hauptbase. Oder soll ich mal... Nee, komm, ich tauche nochmal ab. Vielleicht finden wir ja Map aufrufen. 1 und 2, Fuchsbau. Vielleicht kommen wir hier oben irgendwie noch weiter. Dass wir da vielleicht in Tunnelsystem 3 und so kommen. Oh, Eisenerz. Weil vielleicht nochmal ein bisschen mehr Titan, weil dann können wir wieder in den ersten Bereich fahren der Karte. Oh nein. Lebende Flamme, okay. Kommen wir hin? Ja. Ich sollte vorher mal ein bisschen speichern, ne? Ah, hier. Die Gun-Passage. Hier geht's zum nächsten Bereich. Da kommen wir aber nicht durch. Okay, alles klar. Und hier kommen wir wieder... Ah, nee. Da geht's nach draußen, ne? Hier können wir mal irgendwie hinfahren. Ja, einmal hier lang, bitte. So, dann guck ich nochmal auf der Karte, wo wir sind. Da, Eisenerz. Nehmen wir mit. Fuchsbau. Ich weiß gar nicht, wo wir hier auf... Okay, da geht's also nicht weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir hier auf Ebene 3 kommen. Ob es hier irgendwie eine Einfahrt dafür gibt. Sieht jetzt nicht so danach aus. Hier ist nochmal Eisenerz. Ansonsten würde ich einfach sagen, wir fahren einfach nochmal nach oben. Schwupps. Und... Oh, da ist auch Eisenerz, aber richtig im Feuer. In the fire. Wir müssen nach hier, ne? Das heißt, wir müssen hier rumfahren. Eisenerz, natürlich. Warum denn nicht? War das jetzt hier unten? Ah, wo kam er denn nochmal rüber? Noch weiter runter, ne? Hier müssen wir hin, okay. Hier lang. Eis und fettig. So, hier ist die Fahrt nach drüben, weil da finden wir ja eine Eisenerzmine. Also Titan ist unten. Oder sollen wir einmal auftauchen unterirdisch, um zu gucken, ob wir da vielleicht irgendwie... Warte mal, ich guck mal eben auf die Karte. Da geht's nach unten, da geht's auch nach unten. Also da oben sind nur die Wege nach unten. Das ist auf jeden Fall drüben. Okay, dann müssen wir da oben hin. Quasi hier so. Okay, alles klar. Das machen wir noch einmal. Also das bedeutet immer nach oben. Und wenn der Weg nach unten zeigt, geht's nach unten. Alles klar. Haben wir das jetzt auch mal rausgefunden. So. Da wollen wir hin. Schwupps. Und jetzt einmal hier gucken. Dunkles Labyrinth. Da fahren wir mal hin. Wenn da Platz frei ist, natürlich für unser Schiff zum Parken. Natürlich nicht, das habe ich mir gedacht. Vielleicht dunkles Labyrinth 1. Ja, da fahren wir mal dahin. Komm. So. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ich hoffe, wir haben keine Gesellschaft. Nachgeladen ist alles, ne? Jo. So, in Anbetracht der Dinge hoffe ich, dass wir vielleicht hier ein bisschen Titanerz bekommen. Noch ein bisschen mehr, wie wir jetzt eigentlich schon haben. Oh nein, ich höre schon einen Gegner. Ich höre sie schon. Ich sollte unser... So, schauen wir mal. Puh, ist das heiß hier. Hot Summer. Hot, hot Summer. Kann ich das abbauen? Nö. Oh nein.
brauchst nicht abhauen. Kannst ruhig hier bleiben. Was? Frachtraum ist voll? Aktive ausgeschaltete Frachtmodule oder was? Ein Bärbau? Was? Wie Frachtraum ist voll? Hä? Wie Frachtraum? Hä? Wieso ist der Frachtraum voll? Nein! Wieso ist denn jetzt der Frachtraum voll? Wir haben noch gar nichts reingepackt. 120 von 120. Achso, das brauchen wir alles erstmal. So viel brauchen wir davon gar nicht. Haben wir jetzt am Platz? Ja, lass mal eben kurz gucken. Okay, 32. Was brauchen wir denn gerade mal nicht? Scheiß Wand hier und die Dingsteile, die Waffenteile. Können erstmal weg. Jetzt gerade, wo ich hier bin, weißt du? Das kann rein. Das packe ich auch mal hier hin. Jetzt gerade, wo ich hier bin und am Forschen bin, kommt diese Meldung. So. Okay. Ich würde unser Schiff sowieso einmal runterschicken. Ich meine, wir haben nur noch 5 Minuten, ne? Oh ja, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist Titanerz. Natürlich! Ja, Mann! Geil! Doch richtige Entscheidung, nochmal runterzufahren. Weil das ist wahrscheinlich die Ressource, die wir jetzt am meisten brauchen werden. Oder zumindest neben Eisenerz noch zusätzlich. Ich speichere mal vorsichtshalber, falls uns doch was passiert. Aber dass man halt instantly, wenn man stirbt, instantly ohne alles anfängt, ne? Das ist natürlich schon heftig. Muss man ja sagen. Ist uns ja einmal passiert, ne? Oder, nee, zweimal sogar. Wir sind zweimal sogar gestorben. Okay. Dass wir gestorben sind und dann auf einmal nichts mehr hatten. Oh nein. Hui! Silvester! Oh, noch einer? Achso. Wie er immer abhaut, wenn er merkt, dass er Schaden bekommt, ne? Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gut ausgerüstet. Das muss man einfach sagen. Ja, ich verliere Leben, ich weiß. Uah. Hui. Ein Schiff Nummer 3. Ich würde einmal mich ausrüsten. Sollen wir das riskieren jetzt? In den 4 Minuten? Weil der wird ja gleich sowieso wegfahren, ne? Ach, was soll der Geiz? Uff. Oha, was ist denn da los? Jo, bin bei euch. Okay, die haben auf jeden Fall mehr Technologie hier, definitiv. Die sich respawnen. Müssen wir gucken. Müssen wir aufpassen. Alter, was ist denn hier los? So, warte mal. Oha! Müssen oben aufbauen. Oben ist, glaube ich, ein Spawn von denen. Wir müssen uns beeilen. Dürfen die Spawns müssen wir zerstören. Ganz schnell. Zwei Minuten noch. Das wird echt knapp, glaube ich. Fuck, wir haben keine Muni mehr. Das wird, glaube ich, nichts werden. Ich glaube, das wird nichts.
Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Scheiße, fuck, Mann! Egal, wir kommen wieder. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr zurück. Scheiße, da wollte ich zu viel. Fuck, Mann! Kacke! Aber ich nehme noch ein bisschen mit. Ich glaube, wir werden wieder sterben. Wo ist unser Schiff? Da, oder? Oh, ho, 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 ho. Das schaffen wir nicht, weil das Schiff muss ja auch noch unter Tage fahren. Jetzt habe ich mich völlig verlaufen. Oh Mann, so ein Mist, das ärgert mich jetzt. Shit. Ich hätte das bei 5 Minuten nicht machen sollen. Ich hätte einfach warten sollen. Ja, das schaffen wir nicht. Aber dass das Schiff nicht unter Tage fährt, wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Oh, lauf doch! Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. 200 Meter sind das noch. Geht mir nicht auf den Sack, haut ab! Es ist gleich Vulkanausbruch! Ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden. Ihr könnt zwar die Däumchen drücken, aber... Lasst mich in Ruhe! Oh nein, wo bin ich denn hier? Ich glaube, das war's. Scheiße! Lauf! Boah, 30 Sekunden. Und wenn Bumm kommt, dann müssen wir schon unter Tage sein, ne? Lauf! Lauf! Oh, wo ist die Tür? Ist die auf die Seite? Nein, die Tür ist andere Seite, ne? Nein, doch nicht. Fahr unter Tage, Mann! Oh, das wird so knapp, das wird so knapp, das wird so knapp, Mann! Das wird so knapp. 2, 1. Oh oh. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Huh. Haben wir's? Oder nicht? Haben wir es noch geschafft oder nicht? Alter. Aber genau auf die Sekunde. Oha. Oha, das, oh, jetzt erstmal gucken, was hier kaputt ist. Was ist kaputt gegangen? Irgendwas wurde beschädigt. Schau mir das Ding an hier. Okay, was wurde beschädigt? Der Bohrer vielleicht draußen? Also der hintere? Alter, ich... Boah. Ich speichere mal, vorsichtshalber. So, kann ich jetzt nochmal rauskommen hier? Ja, ne? Wir sollten aber vielleicht erstmal uns ein bisschen ausrüsten nochmal. Ich ziehe mir jetzt erstmal nochmal hier was an. Okay, weil jetzt haben wir ja Zeit, ein Schiff zu attackieren. So, stapeln. Das da rein. Stapeln, okay. Dann erstmal ein bisschen was bauen, ne? Und zwar brauchen wir Granaten. Dazu brauchen wir Schwarzpulver. Haben wir wahrscheinlich nicht mehr. Munition brauchen wir auch. Ich stelle mal zweimal Rüstung her. Ist, glaube ich, besser. So, dann brauchen wir Munition nochmal vielleicht. Ja. So, dann... Davon würde ich auch nochmal... Ich glaube, 2 Stück, oder? Oder stelle ich einmal her? Ich bin mir nicht sicher. Ja, komm, 2-mal. So, also, wir brauchen für die Granaten brauchen wir Schwarzpulver. Haben wir davon? Ah, uns fehlt Dings, ne? Schwefelpulver. Ah, Schwefelerz. Haben wir natürlich nicht, ne? Wir haben keinen Schwefelerz mehr. Ah, Mist. Das heißt, wir können keine Granaten herstellen. Das ist aber blöd. Fuck. Wir haben keinen Schwarzpulver mehr. Shit. Nichtsdestotrotz würde ich es trotzdem mal, oder? Ah, wir haben ja noch Granaten. Soll ich es trotzdem riskieren? Anzugreifen? Einfach mit dem Granatwerfer? Vielleicht können wir den Granatwerfer, aber auch Schwarzpulver für. Okay. Mist. Aber warte mal, wir haben ja jetzt Titanerz, ne? Lass mal gucken. Vielleicht können wir ja da jetzt schon mal ein bisschen was mit herstellen. Wir brauchten... Was brauchen wir denn jetzt hier? Genau. Analysator. Wir brauchen
Analysator. Wofür brauchen wir denn nochmal Titanerz? Für was brauchen wir denn jetzt nochmal das Titanerz? Jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Jungsbarren Stufe 2. Hier. Achso, müssen wir ausfahren. Alles klar. Machen wir. Stellen wir her. Geil. So, einmal bitte Landestelle besetzt. Was soll denn der Müll? Toll. Ist nicht schlimm. Fahren wir woanders hin. Dann sammeln wir noch ein bisschen. Oder wir fahren zurück und sammeln jetzt auch noch mal ein bisschen Schwefelerz. Guck gerade, wo wir jetzt zurückkommen. Das war, glaube ich, hier, ne? Oder? Ja, weil drüben sind wir ein bisschen safe, muss man sagen. So. Oh, Pass, komm, let's go. Sind wir wieder im ersten Bereich der Insel, ist mir egal, aber dann sammeln wir ein bisschen Schwefelerz und dann bauen wir uns aus, beziehungsweise wir können ja eigentlich schon ausbauen. Ich speichere mal. Boah, Alter, war das knapp. Knapper als knapp geht gar nicht, kann man sagen. Und wir müssen wieder ein bisschen auf Vorrat, glaube ich, Ressourcenfarming betreiben. Das werde ich, glaube ich, demnächst mal angehen. So, was brauchen wir denn dafür jetzt alles? Zehnmal Legierungsbarren. Alter Schwede. Zehnmal brauchen wir die. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, gucken wir mal. Kriegen wir die hin? Ja, doch. So. Was brauchen wir noch? Raffineriedatenstufe 2. Raffineriedatenstufe 2. Ja. Wie viel? Einmal? Mal eben kurz gucken. Zweimal. Ja. Dann dürfen wir eigentlich schon den Rumpf auf Stufe 3 kriegen. Den Stahlrumpf. Oh, Schutz vor Schaden. Frachtraum ist voll. Oh, ernsthaft? Wie können wir so einen Frachtraum voll haben? Okay, ich nehme jetzt mal eben hier so ein bisschen was raus, was wir vielleicht jetzt gerade aktuell nicht brauchen. Wie sowas hier. Das kann auch raus. Das kann auch raus. Das tun wir mal im Lager rein. Irgendwo in eine, im Schränkchen. Packen wir es mal alles hier rein. Das brauchen wir alles da gar nicht. So. Das tue ich mal... Hier machen wir mal links. Das hier. Dann weiß ich, dass es da drin ist. So, dann dürfte das ja jetzt eigentlich fertig sein, ne? Genau. Eigentlich? Ja, irre. Stufe 3. Uff, das dauert aber ein bisschen. Okay, was brauchen wir denn hierfür? Auch wieder 10 Legierungsbarren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Speichern wir mal. So, haben wir, ne? Dreimal Raffineriedatenstufe 2. Eins. Warten wir mal ab. Weil den Rumpf verstärken ist so super. Wir kommen schon mal so langsam auf die Stufe 3 hoch. Das ist super. Gucken wir mal, ob wir da was hinbekommen. Jo, baut er noch. Und was brauchen wir noch? Korrundbohrer und dreimal Produktionsstufen 2. Dreimal Produktionsstufe 3. 2. Dürfte, glaube ich, auch funktionieren. Ja, dann brauchen wir im Prinzip nur noch den. Im Prinzip nur noch den Bohrer. Den wir, glaube ich, vom Schiff kriegen. Und Ketten. Verbesserte Kettenteile, die haben wir, glaube ich, nicht, ne?
Stahlrumpfteile haben wir nur gekriegt, Stufe 3 bisher. Das können wir wieder rauspacken, weil wir haben ja im Prinzip den... Genau, der baut den ja, den Stahlrumpf, den neuen, für uns den ganzen. So, lass mal gucken. Also, wir haben... Genau, Stahlrumpfteile. Also brauchen wir nochmal 10 Legierungsbarren für die Ketten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, nice. Dann brauchen wir zweimal Raffineriedaten und zweimal Produktionsdaten. War doch richtig, ne? Zweimal Raffineriedaten, zweimal Produktionsdaten. Zweimal Raffineriedaten. Produktionsdaten und zweimal Raffineriedaten. Stufe 2. Gucken, ob das klappt. Ob wir da genug von haben. Aber wir haben eigentlich relativ viel gesammelt, ne, muss man sagen. So, der Rumpf ist gleich fertig. Nice, das läuft. Sehr schön. Wenn wir das haben, also dann ist der Rumpf mega ausgerüstet. Okay, uns fehlt was, dann machen wir das hier. Fertig. So, aus, aus. Dann können wir unser Schiff aufwerten. Wo haben wir es denn? Hä? Wo ist es denn? Aufwertung? Ach, hat er schon eingebaut. Alter Schwede. Geil. Geil. Die anderen Sachen kommen auch so langsam. Gut, unser Schiff ist ausgerüstet auf Stufe 3. Das freut mich doch. Das feiere ich ein bisschen. Wir sind noch so ein bisschen hier unkoordiniert, was unsere Sachen wieder angeht, ne? Aber ist nicht schlimm. Warte mal, das packe ich alles da rein. Wenn das geht überhaupt. Ja doch, es geht. Okay, dann haben wir die Sachen da drin. So, genau. So. Genau, so sieht das ein bisschen geordneter aus. So, so, wir brauchen also jetzt... Lass mich gucken. Genau. Den Bohrer. Und wir brauchen die verbesserten Kettenteile. Einmal jeweils. Das kriegen wir dann nur, wenn wir... Genau. Die Stufe 3 Schiffe angreifen. Wir brauchen aber auch Ressourcen, ne? Das heißt, ich würde jetzt, glaube ich, einmal auf Ressourcenfarming gehen. Zumindest hier mit Schwefel und so einem Kram, was wir ja brauchen für... Da unten ist die Schwefelmine. Weil wir brauchen das ja für unsere Waffen mit Schießpulver. Oder beziehungsweise Schwarzpulver. Wir müssen in die Richtung, glaube ich, ne? Lass mal gucken. Jo. Dann können wir nämlich auch direkt wieder unterirdisch demnächst gehen und quasi, ja, weiter dran arbeiten, dass wir den Bohrer noch kriegen und die Ketten, damit wir voll ausgerüstet sind. Boah, das wird so geil. Das wird der Hammer. Aber hier ist echt nichts mehr los, ne? Hier im ersten Inselbereich. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist tote Hose. Die sind alle, glaube ich, nur noch im zweiten Inselbereich. Ich glaube, hier gibt es keine Cox mehr, oder? Gut, ist nicht schlimm. Okay. Wir nehmen natürlich alles mit an Ressourcen, was wir kriegen können. Vielleicht hätte ich ein paar Sachen zu Hause lassen sollen. Ja, wie ein bisschen Lebensenergie. Wir haben viel zu viel Lebensenergie mit. Ich speichere auch mal eben, weil er es gerade auch gemacht hat. So, Schwefelerz, ich komme. Und die Produktion auf Stufe 3 bringen müssen wir ja auch noch. Ja, haben wir ja auch noch nicht gemacht. Generell die ganzen Sachen auf 3 bringen. Wir haben ja überhaupt noch gar nicht damit angefangen. Mit dieser Mission. Aber wir kommen so langsam rein, dass wir Fortschritt wieder sehen. Und dass wir quasi ja nicht mehr allzu weit weg sind, was den Komplettausbau angeht des Schiffs. Ne? Also viel brauchen wir nicht mehr, bis wir es ausgebaut haben. So. Was haben wir hier? Brauchen wir alles gar nicht. Das nehmen wir mit. Denn ich denke, wenn wir das komplett ausgebaut haben, das Schiff, dann geht es wahrscheinlich, ja, storymäßig. Ich weiß nicht, ob es da noch was gibt. Ob da noch irgendwas kommt. Weil ich, klar, natürlich Quests wird es geben. Aber sind wir dann vielleicht schon am Ende des Spiels? Ich bin mir nicht sicher.
denke, dass da nicht mehr allzu viel dann kommen wird, wenn wir komplett die Quest abgeschlossen haben, wenn wir unser Schiff auf Maximum gebracht haben, denke ich, dass wir da nicht mehr allzu viel erwarten können. Glaube ich jetzt. Also, ist jetzt so meine Vermutung. Aber gut, wir haben ja noch einiges vor uns. Also, so weit sind wir jetzt noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Deswegen farmen wir jetzt erstmal die Grundversorgung wieder ein. Ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal. Können wir unser Schiff hier in die Nähe rufen vielleicht? Dass wir nicht so weit latschen müssen. Gibt's irgendwo? Ja, natürlich. Oh, fährt unter Tage. Mit 7 rufen wir es gleich wieder. Wenn es unter Tage gefahren ist, versuchen wir es mal hier hinzukriegen. Beziehungsweise da oben müssen wir auch noch hin. Genau. Dass wir die beiden Ressourcen, Kupfer und Schwefel, wir sollen auf jeden Fall auch nochmal zur Kohlemine wandern. Aber ich würde jetzt erstmal die Sachen einlagern. Daraus dann das Schwefelerz und so bauen. Dass wir das machen. So, ist es unter Tage? Es dauert ein bisschen, weil es halt länger ist. Du verstehst? Länger. Länger. Genau. So, jetzt ist es unter Tage. Jetzt rufen wir es mal wieder mit der 7 und dann hoffen wir mal, dass es hier ankommt. Genau, Handwerksbetriebe. Sehr schön. Gut. Licht aus, Kamera Action. Ah, hier ist echt nichts los, ne? Kein Schiff mehr hier. Doch, da hinten ist noch eins. Aber in der Regel irgendwie hier nichts mehr großartig irgendwie an Action hier. Ich glaube, das spielt sich jetzt alles wirklich nur noch im zweiten Bereich ab. Und dann wahrscheinlich im dritten Bereich, wo dann ja die große Action auf uns wartet. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich hoffe, ihr auch. So. Gut. Ja, wir hätten noch was sammeln können, aber ich wollte jetzt erstmal das einlagern. Und ein bisschen vielleicht was ablegen, was wir gerade vielleicht nicht brauchen. Ne? So. Ich frage mich gerade, wo die Tür war. War die andere Tür hier? Nee. Oh, eine weitere Tür sollten wir auf jeden Fall auch nochmal bauen. Ich glaube, die trauen sich einfach nicht mehr an unser Schiff hier. Weil die das gesehen haben und denken sich auch so, holy shit, nee, da, den lassen wir mal in Ruhe. So. Frachtraum. Okay, dann würde ich ein bisschen was ablegen. Müssen das auch nochmal ein bisschen umsortieren, vielleicht auch nochmal mit dem Lager und alles. Genau, Reparatur und so. Die Lebensenergie. Hatten wir die irgendwo drin? Würde die mal hier reinpacken, genau hier. Dann würde ich den Granatwerfer, glaube ich, mal ablegen. Wir brauchen im Prinzip nur die MP und die Schroti. Das können wir eigentlich auch ablegen, aber hier ist kein Platz mehr, ne? Machen wir mal anders. Machen wir hier auch nochmal Munition. So. Genau. Okay, weil dann haben wir richtig viel Platz. Rüstung auf jeden Fall. Und wir brauchen ja auch unsere Spitzhacke, das ist richtig. So, ich speichere mal eben. Und der ist schon wieder am Funken sprühen. Naja, ist ja egal. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Bug. Ich weiß es nicht. Gut, ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Beim nächsten Mal, ganz wichtig, Ressourcen zusammenfarmen. Vielleicht mache ich das privat. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, das werde ich im Let's Play machen. Und dann würde ich sagen, geht's spannend weiter bei Vulcano Eats. Und ich freue mich auf das, was da kommen mag. Und ich hoffe, ihr seid auch mit am Start. Und würde sagen, bis dahin, macht's gut. Danke fürs Zusehen und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.